Ich empfehle diese Rede von Fatima a.s. jedem. Wirklich, liest diese Rede von Fatima, die sie gehalten hat in der Moschee. Und keiner durfte sie sehen. Es wurde Schleier zwischen Fatima und den Anwesenden gezogen. Und seine war mit an der Bühne. Was hat sie gesagt? Das erste Wort, den sie erwähnt hat, war Allah. Und das zweite, was sie gesagt hat, sagte, Ayyuhannas, i'lamu anni Fatima. O ihr Menschen, ihr sollt wissen, dass ich Fatima und mein Vater ist Muhammad. Ihr sollt das wissen. Was bedeutet Fatima? Fatima ist Tochter von eurem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn du nicht bereit bist, Fatima so mehr zu lieben als deine Tochter, dann musst du nachdenken, ob du wirklich ein guter Moslem bist oder nicht. Wenn du nicht bereit bist, Muhammad sallallahu alaihi wasallam mehr zu lieben als dich selbst, dann musst du nachdenken, ob du wirklich ins Paradies gehst. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn er sagt, sie ist ein Teil von mir, das heißt, du liebst Muhammad sallallahu alaihi wasallam, den du sie liebst. Die Liebe zu Fatima ist eine automatische Liebe zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wie fröhlich wirst du, wenn dein Sohn gut behandelt wird? Noch fröhlicher, wenn du gut behandelt wirst. Wie glücklich wirst du, wenn du weißt, dass dein Sohn hast du zwischen guten Menschen hinterlassen? Und wie traurig wirst du, wenn du merkst, dass dein Sohn misshandelt wird? Dass dein Sohn ins Licht gelassen wird, dass er vergessen wird, dass er gelassen wird. Weil sie war so hoch von Wissen, sie war so hoch von Glauben, sie war so hoch von Gottesfürchtigkeit, so dass sie den Tod überschreiten konnte, dass sie den Tod vorher sehen kann oder konnte. Dass sie lächelt. Wer lächelt, wenn man weiß, dass er sterben wird? Wenn der Arzt dir sagen wird, dass du nach einem Jahr sterben wirst, du wirst ab heute keinen Appetit mehr haben. Du wirst keinen Schlaf mehr haben. Aber wenn du weißt, dass du der Nächste bist nach Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie Fatima sallallahu alaihi wasallam, wenn du in der Lage bist, was bist du dann für ein Mensch? Was bist du dann für ein Lebewesen? Was bist du denn für eine Person? Dann dadurch kann man die Identität von Fatima alaihi wasallam erkennen, dass sie für Allah geliebt hat und nicht für die Welt. Weil sie stand, Fatima sallallahu alaihi wasallam, stand einsam vor diesen Menschen. Sie stand einsam. Und sie sagte ihr berühmtes Wort. Sie sagt, كنتم تقتاتون الورق وتشربون الطرق أزلة الخاسئين تخافون أن يتخطفكم الله الناس من حولكم فأنقذكم الله بأبي محمد صلى الله عليه وسلم. Sagt ihr war erniedrigt. Als sie in der Moschee stand, sie redete mit diesen Menschen, sie sagt, ihr wart erniedrigt, demütig. Habt ihr Blätter gefressen und Pfützenwasser getrunken. Ihr hattet Angst von den Ungläubigen, von den Menschen, so dass sie euch mit ihren Füßen zertreten. So Allah hat euch durch mein Vater Muhammad sallallahu alaihi wasallam gerettet. Und jetzt stehe ich vor euch, als ob ich nichts wäre. Allen Muslimen, wir müssen diese Frau entdecken. Wir müssen ihre Worte wissen, kennen. Wir müssen ihre Bittgebete kennenlernen, denn die sind die Schlüssel für Paradiese. Die weiß, was, wie wir zu Allah subhanahu wa ta'ala gehen können. Sie weiß, wie wir mit Allah subhanahu wa ta'ala reden können. Sie weiß, welche Schlüssel gehören zu welchem Paradies. Und sie kann uns wirklich davor schützen, dass wir nicht in die Hölle gehen. Denn deswegen, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, Allah subhanahu wa ta'ala al-Fatir wa anti Fatima. Er sagt, Allah hat dir deinen Namen gegeben, O Fatima. Du bist die Schützerin. Fatima, du schützt deine Leute in der Qiyama. Wenn Qiyama kommt, du schützt deine Leute. Du suchst deine Leute aus, wie eine Taube die guten Körner von den schlechten aussortieren kann. So wirst du aus deine Leute aussuchen. Fatima, deinen Namen Fatima, also eine Frau, wenn sie ein Baby stillt und wenn sie aufhört, ihn zu stillen, das heißt, er ist immun geworden. Immun, das sie macht Fatima, Taftima. Fatama al-Walad. Das heißt, sie hat das Kind schon gemacht, der ist fertig, der wird nicht mehr krank, was weiß ich, durch dieses Muttermilch. Fatima, ihr Name entsteht daraus, dass sie uns immun macht. Wovor? Dass wir nicht die Höhlenfeuer von Höhlenfeuer beeinflusst werden.
Wenn die Liebe von dieser Frau in dein Herzen eindringt, strahlt diese Liebe aus deinem Körper raus, sodass der Höllenfeuer keinen Effekt mehr auf deine Haut hat. Aisha sagt, ich bin zu Fatimas Haus reingegangen. Sie ist reingegangen, kam sie wieder raus, weinend. Sagt Rasulullah, was hat dich dazu gebracht zu weinen, Frau Aisha? Sag ich, was ich gesehen habe. Sag, was hast du denn gesehen? Sag, ich sah Fatima steht, sie kocht. Der Topf kocht und sie tut ihren Hand und rührt den Topf mit ihren Hand. Kocht Blubber. Und sie tut ihren Hand in den Topf. Und sie kocht. Fahr Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, lacht er. Sagt, Ama alimti ya Aisha annaha Fatima? Weißt du nicht, dass sie Fatima ist? Weißt du nicht, dass das Feuer überhaupt keinen Zugang zu Fatima hat? Wenn Fatima salamullah alaiha an Qiyama kommt, dieser Braut von, die Tochter von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wird er ins Paradies da reingehen, der ist der Erste, der ins Paradies reingeht. Niemand anders außer Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was macht er? Er schiebt seine Tochter vor. Sag, geh du vor, du meine Tochter. Ladies first. Das ist überall so. Nur als Fatima darf das nicht? Nein, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, du darfst vorgehen. Das heißt, der erste Mensch, der ins Paradies geht, ist Fatima sallallahu alaihi wasallam. Diese Würde von uns allen, Fatima sallallahu alaihi wasallam. Erzählt mal diese Ereignisse von Fatima. Erzählt mal diese Vorteile von unseren Frauen. Dass unsere Frau nicht unterdrückt ist. Die höchste Stufe, die Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat, ist das Paradies. Maqam al-Mahmud, das ist von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bleibt nicht in diesem Platz allein. Wenn ich dir ein Paradies gebe, aber sag ich dir, darfst du nicht mit deiner Frau kommen, nicht mit deinen Kindern und nicht mit deiner Familie. Kommst du alleine, wohnst du in diesem Paradies. Würdest du das machen? Das ist danach für dich eine Hülle. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, ich kriege den Maqam al-Mahmud, die höchste Stelle im Paradies, und in meiner Stelle ist meine Familie. Und wer mit meiner Familie kommt, der steht bei mir an dieser Stelle. Wenn du mit Familie Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehst, kannst du davon ausgehen, dass du ins Paradies gehst. Denn dieser Koran, der vorhin erklärt wurde durch Internet, dass er keinen Plan hat, und hat er mashallah so viel erzählt, oder wie lange, hat er nicht gehabt, aber trotzdem hat er so schön erzählt. Dieser Koran ist ein Zwilling zu Fatimah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, inni tarikum fikum al-thaqalain, in Sahih Muslim, er sagt, ich hinterlasse euch zwei gewichtigen Dinge. Wenn ihr euch daran haltet, werdet ihr nicht verloren gehen. Dieser Koran, was vorhin erklärt wurde, ist ein zweites Gewicht von Ahlul Bayt sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, Fatima ist ein sprechender Koran. Ali ist ein sprechender Koran. Hassan ist ein sprechender Koran. Hussein ist ein sprechender Koran. Und die neuen Masum und Hussein sind sprechende Korane. Wenn du den Koran richtig verstehen möchtest, dann geh mal zu den Leuten des Korans. Was'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Frag mal die Leute der Imam, wenn ihr nicht wisst. Oder das Erwähnen, wenn ihr nicht wisst. Die Erwähnung ist der Koran und die Erwähnung ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist die Erwähnung für uns, ist die Ermahnung für uns, Ahlul Bayt, seine Ahlul Zikr. Die müssen wir fragen. Das, was wir heute nach 1400 Jahren erreicht haben, ist nichts gegenüber das, was Ahlul Bayt alaihi wasallam besitzen. Ilmu Makan, das Wissen, was da gegeben hat und was da war in Zeit von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und was geben wird, ist bei Ahlul Bayt sallallahu alaihi wasallam. Das ist logisch und das ist gerecht, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam das Leben nicht verlassen hat, ohne dass er dieses Wissen für uns hinterlassen hat. Und wo ist die Adresse? Wo finden wir dieses Wissen? Das finden wir in dem Wort, was er hinterlassen hat, indem er gesagt hat, ich bin die Stadt des Wissens und Ali ist das Tor oder ist die Tür. Wer zu mir will durch Ali, er kann mich beschreiben. Ich bin der Prophet Gottes und das ist meine Erziehung. Das ist mein Schüler, das ist mein Student, das ist mein Schwager, das ist mein Cousin, das ist mein Bruder.